Humble Original. Schrotteig. Z drücken zum Starten. Okay. Mein Lieblingsbuchstabe. Mal kurz in die Option Auto. Okay. Ja, müsste passen. Musik, Soundeffekt, Ambience. Ja, läuft. Languages. Deutsch gibt es natürlich nicht. Ja gut. Big and crunchy. Pixel Size. Okay. Na dann, ich denke, das wird so in Ordnung gehen. Ich würde mal sagen, starten wir das Spiel. Wir sind hier scheinbar im Startbildschirm. Schauen wir mal, was das Spiel uns so tolles bietet. Auf geht's. I never get tired of this view. Claire, you are gonna have a great time here this summer, I think. It'll be good to get away from the city and take a break from everything else going on. Are you still awake? Maybe. Hold on a little longer. You're almost at the ferry. Ja, das Spiel, es geht darum, so wie ich das verstanden habe. Wir spielen einen kleinen Pinguin, der auf große Wanderschaft geht. Auf kleine Wanderschaft. Short Hike, eine kleine Wanderung. So nennt sich das Spiel. Hier haben wir den kleinen Pinguin und das ist wahrscheinlich seine Frau. Ich werde mal gucken, ob wir hier vielleicht noch irgendwie Options bei Grafiks. Gucken wir da vielleicht. Was ist das mal hier? Ah, sehr schön. Mal die Pixel ein bisschen. So ist doch gleich viel schöner. Wenn ihr ein bisschen weniger Pixel nicht mehr. Ein bisschen mehr Polygone. Hat auch seinen Stil im Pixel-Dings, aber ja. Was können, spielen wir es doch so. Ah, mit Z können wir sprechen. Hey, how it's going? I haven't seen you all day. You've been busy. Busy. Oh, keiner. Well, not really. I've just been waiting around for a call. Well, there's no problem. There's no reception out here. Wait. What? Yeah, I mean pretty much no reception. You might be able to get some ad hoc ping. Oh, yeah, I guess. But that's pretty far, isn't it? It's not that far. We've all made the trek before. I figured you would have gone already. Oh yeah, I've been meaning to go. But I just haven't gotten around to it yet. Well, today is a good day as any. Just take White Beach Trail and head north at the fork. And then follow the signs for Hog Peak. No problem. Okay. Wir gehen also jetzt. Wir haben einen kleinen Strand mit einer Strandburg. Eine Sandburg. Ah, mit Z können wir auch hüpfen. Z ist hier wohl eine wichtige Taste.
bisschen baden, ein bisschen schwimmen gehen. Sehr schön. Ins Haus können wir nicht mehr rein. Wieso auch? Na, hier können wir. Und hier geht's jetzt hoch. White Coast Trail. Rangers Cabin. Ja, hier wird es auch ein kleines Jump'n'Run. Sollten nicht auf die Leertaste kommen. Auf der Leertaste ist. Können wir vielleicht. Ich würde gerne Jump auf die Leertaste legen. Das wäre mir ein bisschen. Das wäre mir ein bisschen lieber als Z. Das, weil ich komme sowieso immer drauf. Können wir das. Können wir nicht ändern, oder? Das würde ich sehr gerne, wenn es geht. Egal, wir werden schon, wir werden damit klarkommen. Ach so, hier können wir den Kopf bewegen, das ist ein süßen Pinguins. Auch nicht schlecht. Die Kamera so ein bisschen. Ich versuche nicht auf den Leertaste zu kommen. Achso, hier kann man ein bisschen fliegen. Auch cool. Seit wann können Pinguine fliegen? Ist ja mehr schweben als fliegen. Hi, wer bist denn du? Claire. Did you know? You can hold Z while running to glide through the air. Of course. Everyone knows that. Why do you ask? I don't know. I just had a feeling you might want to know. Okay. Wir haben gerade von selbst rausgefunden. Jetzt können wir zum Beispiel hier rüber. Fantastisch. Before the coin. Nice. Fantastisch. Ich mag das Spiel jetzt schon. Ich weiß nicht, wie lange das sein wird, wie lange wir hier beschäftigt sein werden, aber ich habe es jetzt so erstmal für 3 Streams eingeplant. Wenn wir schnell durch sind, müssen wir gucken wir mal, was wir als nächstes machen. Oh, Muschel gesammelt. Stock haben wir. Aber ja, wir spielen erstmal und schauen. Rangers Cabin, weit. Ah, okay. Hier rein können wir nicht in das Haus. Hier geht's längs. Kleiner Strand. Können wir Muscheln sammeln. Und du bist eine Münze oder was bist du? Was da auf dem Tisch liegt. Ah ja, eine Coin. 2 Stücke. Okay, ich wollte noch mal in die andere Richtung gucken. Oder ist jemand? Oh, verdammt. Herr Wolf. Ne, warten Sie auf mir. Warte auf mir. Verdammt. Steuerung ist ein bisschen. Das ist da nur ein bisschen klobig. Ja, so viel dazu. Okay, ich kann auch den Weg hier hoch gehen. Kommen wir auch wieder hier lang. Ist derselbe Weg hier. Mr. Frosch. Hey Jude, what's happening? Oh, you know, just name out on the beach, building sandcastles and what not. Sounds like good time, Lord. Yeah, can I borrow your shovel? Sorry, but
I need it for side castle constructions. Isn't it a little big for that? Yeah, but that's just how shovels are. You can get smaller ones once made for sand castles. What? Sounds fake. But if you can show me one, I'd be glad to trade. Okay, wir müssen eine Sandburg Schaufel finden. Oder kaufen von dem Geld dann wahrscheinlich. Hoch hier. Muschel. Hier können wir da vielleicht hoch. Ja, mit der Brücke. Hey Claire, how's the day situation here? Well, I'm just getting out of the house now. Ah, it's one of those kinds of days. Yeah, I've been kinda caught up in my head all morning. Lost directions. Oh, maybe. Well, I've got just the thing for you. Take this. Oh, ein Kompass habe ich bekommen. Das war hilfreich, mit dem zu reden. Press space to open your inventory. Aha, okay. Okay, haben wir einen Kompass. Sehr schön. Okay, da hoch sind wir noch nicht gekommen. Ich bitte um Verzeihung, wenn mein Englisch ein bisschen bescheiden ist. Ich gebe mein Bestes. Und wir haben wieder Leute. Gehen wir da hoch. Ein bisschen. Hey there. What are you up today? I'm hiking to Hawk Peak. That's a tough hike. You know, you need to learn to rock climb to make it to the top. Why not join our rock climbing club? Is it just the two of you? Hey, the Rock Climbing Association has hundreds of members spanning over 35 countries worldwide. Hundreds of members growing and refining the art of rock climbing, pushing the craft to its absolute limit and beyond. I mean, if it's just the two of you, like here, but of it. Listen, kid, climbing ain't for the weak of heart. Most people don't have what it takes. It's not really that bad. So anyway, you want to join the Climbers Club? Wait, we've got the third member. Not third, just another drop in the hundreds. Ah, verstehe. Worldwide. Alright. Anyway, so first things first. You got a golden feeder. Oh, not yet. Ah, can't climb without one. But you can buy them at the visitor center. They should be pretty cheap. Come back when you've bought one. Okay, wir müssen goldene Feder holen. Kaufen. Dann können wir damit das Klettern lernen. I've heard some rumors. Do you like rumors? A devil.
Okay, hear me out. Jim just bought a metal detector. He was running around yesterday, looking for stuff around the island. It was seems like there are stuff buried all over the island. What kind of stuff? I don't know. Metal stuff. Ja. Das mit dem Menü öffnen, der lehrt, dass das noch ein wenig passieren. Mark Peak Provincial Park. Enjoy a scenic trek to Outlook Point or follow Mark Peak Trail up to the highest point in the province. Although the island is known for its tutorial mountain peak. It's also home to a number of beautiful beaches and forests. Did you know? Yeah. Ich würde gerne meinen Job finden, damit wir uns eine goldene Feder kaufen können. Howdy! How can I help you? I heard you sell golden feathers here. Oh, we do. Ah, sehr schön, er macht das. You can buy one for 40 coins. Na toll. So, that'll be 40 coins. Oh. Jetzt. Okay, ich brauch Geld. Muss Geld sammeln. Und wieder zurückkommen hier. Okay, wo finde ich Coins? Und ich sammle einfach die goldene Feder hier ein. Brauche ich keine zu kaufen. Muss man aber erstmal hochkommen. Vielleicht von hier aus. Ja, die Steuerung manchmal schwierig. Ja, hier kommen wir nicht hoch. Aber Climbing. Bevor die Golden Feder. Sehr schön. Dann brauche ich keins zu kaufen. Speichere mir das. So, Hallöchen. Dritte Golden Feather. Yep. Great. So, to get started, you can try climbing this short wall here. Just push against the wall and hold set. Okay. Push against the wall and click and set. Ah, verstehe. Da muss man die Steuerung erstmal. Ja. Okay. Der Anfang ist schwer. Nice one. Whatever. That climb is easy. Wir pros use the big wall. Von mir aus. Having trouble with the big wall. Just watch. Ja, hab ich nicht. Ja, halt den Mund. Es braucht Jahre, um das zu können. Ja. Braucht er weniger als Jahre. Muss nochmal steuern können. Die Steuerung ist halt nur dementsprechend scheiße. Na
man fällt halt irgendwie auch runter nach einer Weile. Das ist, wenn ich einfach hier hochklettere und dann die Hälfte davon. Auch das stellt sich als schwierig heraus. Wow, good climbing. It was right. So, I know you can fly and all, but your stamina will last longer. You climb places instead. Just something to keep in mind. Cool. So what's next? To Honk Peak. Ah, okay. I still need to warm up myself. But I'll see you up there. Alright. Okay, kommen wir jetzt auch an solchen Sachen. Oh, schneller hin. Jetzt hätte ich auch das Geld für eine neue Feder. The gym doesn't actually own a shovel, so he wasn't able to dig any of it up. Vielleicht können wir eine Schaufel kaufen hier bei dem Dude. Hundchen. Oh, hier ist eine Schaufel. Schaufel. Gehen wir mal gleich zu ihm. So, was verkauft der Bock hier noch? Audi. Ah, okay, out of stock. Okay, und das wird 100 wollte er uns verkaufen. Okay, habe ich zwei Federn. Ich weiß, wie die funktionieren. Wofür wir auch immer zwei Federn brauchen. Vielleicht verbrauchen die sich irgendwann. Ist gut, wenn wir zwei haben. Münzchen. Dann holen wir uns mal unsere Schaufel ab. Wo war der Kollege hier mit der Schaufel? Ah, hier war der. Hey, check out this shovel I found. It might be a little more your size. Oh, that's perfect. Let's trade. We found a shovel. When you want to use my shovel, press space to open your inventory and equip it. Keep it fresh. Okay, Schaufel. Okay, mit X können wir schaufeln. Ah ja. Falls wir irgendwo Löcher finden, wo es das bringen würde. Irgendwann, wenn wir alles brauchen. Klonk. Hier war mal was angeleint. Ah ja. Outpick Trail nach links. Okay, da wollen wir hin. Nach links. Ist
beziehungsweise nach oben. Oder nicht? Oha. Okay, ah, okay. Hallöchen. Hi. Hi. Are you okay? Not really. I'm supposed to run a marathon race today, but I've lost my lucky headband. I've worn it to every race I've ever won. I don't know if I could race without it. Where did you lost it? Somewhere in the backwood forest, I think. I could take a look for you. You'd do that for me? Sure. It's a red headband. I can give you a reward. If I could give you a pair of running shoes. Oh, da können wir schneller rennen. Was wir jetzt bisher nicht wirklich gebraucht haben. Okay, rotes Haarband. Ist das hier der Wald? Sollten wir mal vielleicht hier nachkramen. Okay, ein paar Münzen. Der hat ein rotes Haar und der hat ein rotes Band. Where do you get the headband? Oh, I don't know. I have had it for ages. Why? Ah, well. I was just talking to Servet. She said she lost her headband somewhere in the forest. Oh, you mean Sue? Maybe. I didn't get her name. She was really worried about it. She said it was lucky and she needs to race. I'm supposed to race her later today. She's so talented, I've been looking forward to it. What if I gave you mine? I'm pretty sure it's the same kind. Maybe she wouldn't notice. But then it would be lucky. I don't know. Just take it. See if she wants it. Okay, sehr schön. Ein gutes. Ein gutes Stirnband gesammelt. Und ein paar Münzen. Vielleicht tun wir ja trotzdem noch eins. Und dann selbst behalten. Verdammt, Mann. Okay, da kommen wir nicht hoch. Nicht jenen ansprechen. Okay, brauchen wir wahrscheinlich einen Spitzhacke für. Oder wie in Animal Crossing. Sanft gegenhauen. Ein Geldstein. Okay, kommt den Geld noch raus. Das lassen uns ja mal ziemlich ablenken. Backwoods Trail.
Aha, okay, hier ist auch die Findeschleim. Eine Statue denn den hier. Ich glaube, wir bringen hier mal die kleinen Häschen, bringen wir mal das rote Stirnband zurück, damit es den Marathon zu Ende laufen kann. Hallöchen. Any luck finding my headband yet? Well, I found this. That's not it. The sweet strains aren't in the right place. Where do you find this? Actually, the turtle gave it to me. They said you could have it. They are looking forward to the race and didn't want you to miss it. What? We, Taylor the Turtle, they are like the regular champion. This headband has to be like at least twice as lucky, possibly even quadruple lucky. Okay, I'll take it. I'm so pumped. Take these running shoes. Okay, we have running shoes. Okay, mit C können wir jetzt ran. Nice. Ach, da sind wieder die Ausdauer. Das sind jetzt Ausdauerbalken. Da war es doch gut, dass wir uns zwei gekauft haben. Ich geh mal rüber. Geld. Nein! Nein! Bin hier runtergefallen. So ein Mist. Ach schön. Jetzt man schon Stirnband schon angemacht. Ein bisschen. Nein, nein, nein. Was? Okay. Ja, das ist schon die Steuerung. Ich habe mal das Spiel geleftet. Die rennt schön weiter. Irgendwie nicht, aber was soll es? Nein! Okay, jetzt bin ich hier. Wahrscheinlich wieder auf dem falschen Weg. Big Trail, dann will ich mal hier lang. Big Trail geht's runter. Okay. Denke, hier sind wir richtig. Big Trail, ja gut. Genau, da wollen wir lang. Sehr weit hoch geht's hier. Münzen. Münzen, die Brotkrumen verteilt. Das macht keiner von uns. Geld. Okay, wir haben Wasser.
plus X. Okay. Hübsch. Kleines Blümchen. Oh! Mit dem kleinen Blümchen kommen wir hoch. Rüberklettern. Jetzt haben wir noch nicht genug Ausdauer. Ah, schade. Hier können wir jetzt rüber. Geld. Einfach hier lang. Okay, Trail. These 7 golden feathers are required. Okay. Hey Kid, wanna buy some golden feathers? Hey cool. 100 coins. It's more than twice as much as the visitor center. Go buy feathers for them then. Maybe I will. Ich brauche 7 Federn. Was soll's? Das wird aber nicht reichen. Aha. Mit 3 Federn kommt man schon zur Hälfte. Aha, okay, ich brauche nur 6. Ich brauche Geld. Und goldene Federn. Vielleicht finde ich hier noch in der Landschaft irgendwo welche. Ich meine, eine haben wir auch schon in der Wildnis gefunden. Oh shit. Vielleicht kommen wir da auch hier hoch. Dann war eingefroren. Warum noch Hitze? Kälteabweisung. Okay, sieht so aus, als ob wir wieder runter müssten. Sonst dauert noch Federn zu kaufen. Sonst kommen wir hier nicht hoch. Meteor Lake. Oh, 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 oh. Hier müssen wir mal. Kein Wasser dabei, na toll. Hoffnungsvolle Musik spielt. Und wir gehen zurück zum Ding zurück einfach.
Oha. Okay, hier haben wir den. Was planen und reiten to honky? But the path suddenly got really steep. Do you think it's climbable? Where if you... It would be if I had gone further. Visitor center, okay. Zurück zum Visitor Center. Muss doch irgendwo nach Geld herkriegen. Kaufen wir uns noch weitere. Haben wir zu viel ausgegeben. Vielleicht wird es jetzt wahrscheinlich schwierig. Das Visitor Center kann ja nicht weit sein. War das nicht irgendwo? Oh, jetzt sind wir wieder am Anfang. Auch gut. Ach, jetzt mit der verdammten Leertaste mal wieder. Hier können wir vielleicht eine Abkürzung schaffen. Naja, noch nicht gut genug. So, wo hatten wir das Visitor Center? Und hier gibt es noch eventuell Geld. Warte, können wir da hochklettern? Erzähl mir nichts, wo da nicht hoch können. Ja. Jetzt können wir brauchen. Wenn wir Federn kaufen wollen. So, hier. 70 immerhin. So, wo ist denn das Visitor Center? Wie kommen wir da jetzt hin? Sind wir wieder hier? Visitor Center ist hier runter. Okay, jetzt wieder rauf. Ach, hier. Nächster Kollege. Grüne Feder. Nummer 4. A bolt came earlier and bought most of your remaining stocks. You have to find more elsewhere. Sorry. Ach nee, der Halsabschneider hat da die. Hat jetzt natürlich die anderen gekauft.
Jetzt müssen wir die von teurem Geld bei ihm abkaufen. Verkauft er die uns für 100. Na toll, eins oder zwei brauchen wir natürlich noch, um da rumzukommen. Der Federdiener. Den will uns da natürlich. Den will uns da jetzt abknüpfen. Wir können auch schon ziemlich hoch klettern hier. Jetzt schaffen wir es auch schon. Hier ist eine goldene Feder. Die schaffen wir. 5. Vielleicht schaffen wir es mit 5 und schon. Und kriegen noch das Geld für eine 6. Auch Big Trail. Mal gucken, wie hoch wir damit schon kommen. Verdammt hoch. So hoch noch nicht, aber vielleicht, wenn wir gut sind. Ja, fast. Da kommen wir schon verdammt hoch mit. War Kletterkünstler. Mit Kletterkünstlerin. Bin ich mir gar nicht sicher. War der Name nicht Claire? Und hier waren wir noch gar nicht. Man, you can really feel the wind up here. I love this. It makes me feel so happy. Yeah, it's good. Visitor Center is so tiny from here. Oh, that reminds me. Take this. Treasure Map. Das ist gut. Das sollten wir mal ausrüsten. It says, I hit my treasure. Okay. Nicht hilfreich. Eine goldene Feder, na toll. Jetzt haben wir 6. Brauchen wir gar nicht mehr kaufen. Oh, ein Leuchtturm. Muss auch mal hin. Da müssen wir mal hinhaken. Zum Leuchtturm. Outlook Points. Aha. Da wollte ich gar nicht hin. Fast. Dann können wir die Muscheln später noch verkaufen. Komm, so dicht dran. Vielleicht an der schmalen Stelle. Das ist, glaube ich, schaffbar. Ja, nice. Ach, hier ist der Typ schon wieder. Egal, ich brauche keine. Ich habe schon 6. Das kriegen wir doch hin, oder? Es liest Seven Feeders. Stand dort. Komm. Ah, nice. Ist hier was mit eingefroren? Ist ja blöd. Aha, hier können wir wieder auftauchen.
Nice. Ein Feuer zum Aufwärmen. Sehr gut. Hold on there, young friend. I hope you don't mind me saying, but you seem a little unprepared. It's mighty cold up here. Folks aren't accustomed. I didn't expect it to get this cold. My feathers are freezing up. Rock Peak is unique in the province for geothermal activities. If you get too chilly, stop at one of the hot springs. That should give you back your strength. Ah ja, am Feuerraum wird oft an der, habe ich schon bemerkt. Wenn es kalt wird, können wir hier am heißen Seebahn gehen. Gibt's Geld? Ja, mit dem Geld. Nein! Das war böse. Nur da jetzt runterkrachen. So aufwärmen. Während der kleine Pinguin sich hier aufwärmt, mache ich eine kurze Streampause. Wir sehen uns gleich wieder bei diesem Spiel. Gleich geht's weiter. Kurze Pause. Werbt euch auch mal ein bisschen auf. Bis gleich. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. So. Ich hoffe, der Pinguin ist nicht aufgeweicht. Na, war sie. Jetzt hier weiter. Ich hoffe, da oben ist wieder ein Lavasee. Hey, it's you again. We are almost at the top. But it looks like the bridge collapsed. There might be another way up. Or I could just go collect more golden feathers. Das kann man bestimmt fliegen, oder? Mit einer Feder übrig? Wahrscheinlich nicht, aber... Ah, scheiße! Und wieder unten. Vielleicht eingefroren. Kommen wir überhaupt noch irgendwo hoch? War so klar, dass das passiert. So, jetzt haben wir wieder die Federn. Kleine Münze. Klettern wir hier mal ein bisschen. Fischchen. Da sind kleine Fische drin. Okay, hier waren wir. Wir müssen mit mehr Federn, mit mehr warmen Federn oben kommen. Oder hier irgendwo eine Feuerstelle finden. Nein! Nein, nein, nein! Ist natürlich schlecht jetzt hier. Okay, keine Feuerstelle hier. Das ist nicht gut. Ab in die warme Quelle. Dann hier raus.
Okay, jetzt haben wir nur zwei irgendwo. Ah, das wird doch nichts. Wir brauchen mehr Federn, um darüber zu kommen. Das mit dem Fliegen wird so nix. Verdammt. Wo kriegen wir mehr Federn her? Verkauft das irgendjemand hier? Oder müssen wir wieder ganz nach unten? Ein paar Münzen. Also wir bräuchten 100, um eine Feder von dem Typen zu kaufen, dort unten am Hang. Finden wir hier noch irgendwo eine Feder, die hier rumliegt. Das wäre ganz hilfreich. Okay, ein Safe Point. Nein. Wo bin ich denn jetzt hier hingerutscht? Das ist ja ganz scheiße. Da bin ich wieder unten. Ist ja sehr toll. Da rutsche ich ab. Ja, meine Güte, wir waren schon ganz oben. Nein! Wollen wir ganz am Anfang zurück. Ja, meine Fresse. Ist das denn wahr? Okay, da kommen wir nicht hoch. Da können wir hoch. Hier nicht. Wir waren schon deutlich weiter oben. Das ist deprimierend. Einer hat uns schon, der Fuchs hat uns schon gesagt, dass wir ganz oben am Gipfel, dass wir fast ganz oben da sind. Almost there. Das ist scheiße. Vielleicht finden wir hier noch ein bisschen Geld und kaufen uns noch eine Feder. Dann könnten wir es schaffen. Und nun hier rüber. Bis zum Abhang entlang. Hier können wir hoch. Auch mal solche Wege ausprobieren. Ist auch nicht schlecht. Ah, das ist jetzt sind wir wieder ganz oben. Wird es hier aber schwierig. Okay, die Schatztruhe kriegen wir nicht.
Natürlich, wie soll man da jetzt hochkommen? So nah dran. Jetzt kommt man nicht ans Platz dran. Als ob. Muss doch einen Weg geben. Ja, hier. Jetzt hier nicht unbedacht unterfallen. Okay, das Geld hätten wir. Puh, das war knapp. Ist ja noch eine Feder. Wenn sie nicht hier rumliegt, wird das schwierig. Sein wir gehen wir runter zu dem Typen, der da verkauft hat und holen uns jetzt noch eine. Und wir versuchen es nochmal. Bis wir es mal schaffen. Oder wir versuchen es mal hier lang. Verdammt! Das ist aber machbar. Jo, jetzt müssen wir noch da hoch. Nee, das schaffen wir nicht. Vielleicht schaffen wir es hier hoch. Nee, tun wir nicht. Ja, von da oben schaffen wir es darüber. Verdammt. Wir waren schon mal oben. Das kriegen wir hin. Okay. Fliegen können wir. Ah, verdammt, das ist zu hoch. Und versuchen wir es nochmal hier links. Dürfen wir halt nicht so viel Federn verlieren. Tun wir aber automatisch. Jetzt können wir hier nicht hoch. Hier können wir quasi noch springen. Ich weiß nicht, ob das machbar ist. Nein, ist es nicht. Verdammt. Er sagte, maybe there's another way. Es gibt vielleicht einen anderen Weg hoch. Vielleicht können wir hier mal die Feder, den Eimer, vollfüllen. Das hilft ja schon ein bisschen weiter. Okay, müssen wir noch fliegen. Okay, jetzt sind wir hier.
hilft uns trotzdem noch nicht weiter. Vielleicht nehme ich den Eimer aber mal mit. Da können wir, vielleicht haben wir dort eine andere Feder. Hier, nein, genau, wir brauchen hier. Wir brauchen hier den Eimer. Für die Blume, die dort oben ist. Tun wir hier weiter. Aufgepasst. Aber wir können mit dem Eimer nicht klettern. Das ist ja scheiße. Oder doch? Der Eimer ist zu schwer. Okay, dann ist das nicht zu schaffen. Da unten mal Zahnfeder, wieder Anzahl. Einmal weg und hoffen, dass der oben auch voll ist. Was ich nicht vermute. Ach komm. Das war schlecht. Sollten wir das heute schon schaffen, im Stream das Spiel durchzuspielen? Dann spielen wir am Freitag was anderes. Momentan sieht es nicht danach aus. Unnötig. Vielleicht können wir hier. Möglich ist es. Okay, das war knapp. Vielleicht können wir von dort oben weiter. Nein, hier nicht klettern. Das ist unnötig, ich verbrauchte Energie. Na komm, das ist schaffbar. Sehr gut, und jetzt? Maybe könnten wir es darüber schaffen zum See. Vom See wieder dort und dann können wir hochklettern. Was hilft's? Ja, fast. Und fast heißt eben nicht. Ich glaube, die klügste Variante ist einfach mal runter zu gehen und uns noch eine Feder zu kaufen. Aber eine Feder mehr würde uns hier nicht sonderlich helfen. Das war dumm. Schade, dass wir keine Fackel mitnehmen können und es dort irgendwie auf dem Vorsprung, wo wir sind. Es ist halt schlecht, dass wir hier schon halb erfroren hochkommen. Ich glaube, das wäre mit einer Feder mehr machbar. Wir müssen uns nur eine Feder mehr holen oder. Ja, hier diesen kleinen Vorsprung. Wir brauchen exakt eine Feder mehr. Lass mich mal runterfallen. Eine Spitzhacke. Okay, wir müssen den Typen finden, der hier
für die Federn verkauft. Und da geht Wegs noch Geld finden, vielleicht können wir uns dann sogar zwei kaufen. Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade sind. Im Friedhof. Schön Geld einsammeln. Okay, da können wir nicht hoch. Wir sind wahrscheinlich irgendwo komplett anders. Wo wir noch nie waren. Auf einer anderen Insel. Ich weiß nicht, was diese Muscheln bringen. Spitzhacken. Aber so erkunden wir auch ein paar Landschaften. Kann ja nicht schlecht sein. Ich glaube, das Ziel dieses Spiels ist es halt wirklich auf den Gipfel zu kommen. Da sind wir relativ dicht dran. Wenn wir das heute schon schaffen, was das Ziel ist, das Ende des Spiels. Ach, hier sind wir. Dann mir was anderes aus für Freitag, was wir spielen können. Spiele habe ich genug. Für Freitag und für Montag können wir dann noch mal ein Spiel gebrauchen. Falls wir heute das in einem Zug durchspielen. Wo finden wir denn den Halsabschneider? Ah, hier ist er doch. So. Jetzt haben wir eine Feder mehr. Das hilft, glaube ich, schon unheimlich. Es wird uns halt helfen, diesen einen Vorsprung noch zu schaffen. Ich denke, das ist dadurch realisierbar. Es fehlt ja wirklich noch an diesem einen Vorsprung, das Darüberfliegen und zwei Meter noch. Damit schaffen wir es jetzt. Die zwei Federn weg. Jetzt haben wir noch zwei volle Federn. Sehr gut. Jetzt kommen wir hier nicht weiter.
Da bräuchten wir jetzt auch noch zwei Federn, schätzungsweise. Um da hochzukommen. Dumm, dass hier kein See mehr da ist. Weil das scheint schon ziemlich die Spitze zu sein. Ja, also zwei werden wir hier noch benötigen. Anderen Weg nach oben sehe ich jetzt nicht wirklich. So, na dann, wo kriegen wir? Wo kriegen wir das Geld her? Vielleicht. Oha. Reformer ist blockt. Okay. Warum ist der Weg nach vorne geblockt? Das ist nicht gut. Und durch solche Minen können wir eventuell auch irgendwie weiter gelangen. Ich hätte jetzt eher gehofft, dass der Gels drin liegt. Ach, hier sind wir jetzt wieder. Das wird mir herrlich wenig. Jetzt bräuchten wir irgendwie Wasser. Aber wir können ohne. Wie soll das überhaupt gehen? Wenn wir mit Eimer nicht klettern können. Wie viel Geld haben wir denn eigentlich dabei? Und wo finden wir mehr? Hier ist eine Truhe. Das reicht noch nicht. Dann lass uns alle Truhen finden. Wir waren zum Beispiel noch nicht beim Leuchtturm. Hier gibt es kein Geld. Gibt hier noch Gebiete, die wir nicht erkundet haben? Könnten wir uns mal hinmachen. Der Friedhof. Hier waren wir schon. Vielleicht kommen wir hier zum Leuchtturm. Hier sehe ich auf jeden Fall eine Münze. Na, und hier haben wir wieder.
Okay. Sind wir hier? Ah, Shortcut zu dem Gebiet hier. Okay. Schön wäre es natürlich, wenn wir hier noch irgendwo eine Feder finden würden. Okay, jetzt haben wir Geld für eine. Wir brauchen mindestens zwei, um darüber zu kommen. Am Ende. Ich hoffe, das ist dann auch der Gipfel. Zumindest gibt es dann erstmal einen Lava-Bart dort. Wo wir uns schon mal aufwärmen können. Wenn das noch nicht der Gipfel ist. Er hat keine mehr, oder? Sold out, das ist schlecht. Hier waren wir schon. Hier ist noch eine Zugkiste. Wie kann denn das sein? Geld. Tja. Vielleicht kommen wir jetzt auch in Gebiete, wo wir vorher nicht waren. Was uns helfen könnte, Schatztruhen zu finden, um Sachen freizuschalten. Die uns Geld und Federn bringen könnten. Okay, hier waren wir schon. Hier aber noch nicht. Na doch, hier waren wir schon. Na gut, geben wir uns eine Feder. Dann könnten wir es noch mal versuchen. Obwohl ich denke, dass wir definitiv noch eine mehr brauchen. Versuch wird es wert sein. Wenn nicht, gehen wir nochmal Geld sammeln. Hier sind wir ja schnell wieder da. Jetzt, wo wir klettern können, ist das ja hier keiner. Wenn wir uns gut anstellen, können wir hier vielleicht hoch. Okay, das sagt mir aber schon, dass wir da mehr brauchen. Für den Anfang. Ich werde es trotzdem versuchen. Der sah eher nach dreien aus als nach zweien. Zwei war eine mutige Schätzung. Aber gut. Verdammt! Das haben wir verkackt. Wir haben uns halt schlecht anstellen. Ich glaube, wenn wir uns ganz gut anstellen, ist es sogar noch schaffbar, das war da hier. So mit drei Federn rüberkommen.
Das ist relativ fies hier. Das ist hier schon ziemlich final. Das ist eine sehr fiese Stelle. Ah. 1,5 Federn. 2,5 Federn. Ja gut, mit einer Feder ist das hier nicht. Mit einer halben Feder. Brauchen wir eher 3. Das sieht halt wirklich nach der Spitze aus. Einen Kaffee trink. Du musst doch bestimmt noch irgendwo eine Feder rumliegen. Sonst müssen wir Geld finden. Okay, die Truhe haben wir schon. Hier ist Geld. Kein Cent liegen lassen. Das ist eine Schatztruhe. Eine goldene Feder, nice. Damit könnten wir es jetzt nochmal versuchen. Und wir sammeln noch Geld und versuchen noch eine dritte Feder zu kommen. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Hier ist noch eine Truhe. Das müsste langsam machbar sein. Gehen wir nochmal hoch. Wir hätten die Federn übrigens schnellst zusammen, wenn der nicht. Wenn einer im Drecksack nicht so viel Geld verlangen würde. Nicht 100 verlangen würde. It's dangerous to go slow. That's why I go fast. Ja. Und hier ist noch eine goldene Feder. Will ich. Kriege ich. Und dann sind wir hier spitzenmäßig aufgestellt. Das müsste ja jetzt reichen. Aber jetzt müssten wir, wenn wir uns gut entstellen, noch 3 Federn übrig haben. Dann schaffen wir es zum nächsten, zu dem Badesee. Das ist auf jeden Fall schaffbar, denke ich. Ein paar versuchen. Muss dich zu blöd anstellen. Realisierbar. Du friss Schlamm. Ich brauche deinen Federn nicht mehr. Ich hab genügend. Ich hoffe, das nehme ich nicht zurück. Das muss ich nicht zurücknehmen. Ja, solche Wände hier sind jetzt inzwischen Kinderspiel. Wächst man halt im Level, in den Herausforderungen. Am Anfang war das der kleine Hügel, den konnte man nicht betreten. Bevor wir die erste Feder hatten. Ist jetzt nicht zu blöd anstellen.
Oh ja, easy. Drei Federn müssen reichen eigentlich, oder? Sehr knapp. Hier mal baden. Und das nicht schon das Gipfelkreuz ist. Gipfelfahne. Scheiterst daran, dass ich da rauskomme. Am Gipfel. Huf. Angelangt am Gipfel. Phew. I did it. Erstmal setzen und ausruhen. Den schönen Ausblick hier genießen. Die schönen Farben am Horizont. Tja, haben wir es geschafft. Und das Telefon klingelt, wir haben Empfang. Hurra, genau dafür sind wir hier hochgeklettert. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Cellphone Reception. Hello. Hi Claire. Mom. I'm so glad to hear from you. I've been waiting all day to hear from you. Ja gut, wir mussten auf den höchsten Berg hier klettern. Was er nicht alles tut. I've been worried. Oh, honey. I told you it'd be fine. Yeah. But you always say that. And I always am. Anyway. How have you been? Well. I am at the top of Hawk Peak right now. Oh. Wow. I love it up there. May and I used to go up every summer together. It's about time you made it up. Yeah, I know. You are so big now. My little girl's leaving the nest. Ah, doch ein girl, ein kleines Mädchen. Claire heißt sie ja. Das, na gut, das muss nichts heißen, aber ja. You won't have any need for little old man, mom. But I do need you. I never not need you. When I heard about the surgery, how come you never told me this was a thing? I didn't want you to worry. But I know you can get worked up about things. I could have been there for you. You are alone there. No. Really, it was nothing. Everything was fine. I'm just glad you are okay. I love you, Mom. I love you too. Wait. Something's happening. Was that the famous Hawk Peak updraft? Ooh, looks like it. You should catch right on it now, before it fizzles out. I wanna, but I'm kinda nervous. Claire, you can do it. I come visit you soon, okay? Also, don't forget to say hi to Aunt May for me. She's probably waiting for you back at the cottage. Bye. Love you. Love you too, Mom. So, dann lass uns fliegen. Hurra! Ist das fantastisch.
Wir segeln an allen vorbei. Zurück nach unten. Ist doch kein Pinguin, sondern eine Eule, wie es gerade aus dem Gespräch kam. Wenn ich das richtig verstanden habe. Können fliegen. An den ganzen Lavaseen vorbei hier. Hinunter ins Tal. Ist das fantastisch. Leuchtturm, an dem wir nie waren. Könnte man jetzt mal landen. Naja, nee. Wo müssen wir überhaupt hin? Das wäre jetzt natürlich wundervoll, wenn wir auf Dritte landen würden. Hier gibt es noch eine Schatztruhe. Aber die kriegen. Tun wir. Geld. Da hat der Flug aufgehört. Wir sind doch ganz unten. Auf zur Hütte. Besuchen wir die Tante und berichten von dem, was wir erlebt haben beim Aufstieg. Gut, das bremst jetzt natürlich so ein bisschen die Storyline hier. Hey, du Long Peak Island. Rangers Kabinen war dort. Noch ein bisschen schwimmen. Hallöchen, welcome back. Did you make it to the top? Yeah. It was really nice. I can see why you like it so much. Phone. It wasn't exactly a short hike. I'm really tired. Haha. Well, maybe that was a bit of an understatement. Only a bit. It can't been a busy day. Oh yeah. What have you been up to? Well, I wrecked your shovel against this rock and money came out. It was a money rock. Well, no, you are just making stuff up. I highly doubt you found this money rock in Ontario.
they are more of a West Coast thing. Also, I made a friend at Outlook Point. The Fire Tower is really cool. Yeah. It's a great, great place to watch the sunset. Oh, I found a secret shortcut through the mountain. You mean you got through the blocked tunnels? That's very dangerous. They were blocked off for a reason. Haha, oops. Claire. Anyway, you hungry? I'm gonna break out the hot dogs soon. Well, I'm kinda tired and I'm gonna go take a nap or something. Rightly then. Have a good one. Think it'd be nice to take a break. Alright. It's nap time. The end. Gut, das war, wie es der Titel versprochen hat, eine kleine Wanderung. Ich habe schon vermutet, dass wir das im heutigen Stream durchschaffen. Und ich habe sogar schon eine Idee, was wir beim nächsten Mal spielen können. Was ich denke ich auch ein bisschen länger hält, da werden wir zwei Streams noch mitfilmen können, am Freitag und am Montag. Lasst euch überraschen. Ein kleines Indie-Game jetzt hier heute mal, ein kleines bequemes, kurzes, ein kleines, ja, Leckerli für zwischendurch. Und ja, lasst euch überraschen, ich schreib's gleich noch in den Upload-Plan rein. Und dann seht ihr gleich, was wir am Freitag spielen. Gut, na dann. Danke fürs Zuschauen. Auf YouTube, wenn ich das als ganzen, ich werde das wahrscheinlich als ganzen Stream hochladen. Auf YouTube, wenn ihr das seht, drückt nach oben. Sollte es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und ja, habt ihr noch einen angenehmen Tag. Haut drinne. Blöckchen aktivieren, Kommentare schreiben. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder auf YouTube. Gleich heute schon. Und auf Twitch sage ich danke fürs Zuschauen. Auf YouTube sage ich, schaut auf Twitch vorbei. Das streame ich regelmäßig live. Gut. Na dann, danke fürs Zuschauen auf Twitch. Yo.